Ja! Ha! Mike? Wow! Jawohl! Mike! Ha! Mike! Oh Mist! Was ist denn? Ich habe Hunger. Ja und? Mama hat gesagt, du sollst dich um mich kümmern, solange sie weg sind. Ja, ja. Also machst du mir was zu essen? Oh, mach dir doch selbst was, kleiner Scheißer. Aber du sollst... Mann, nerv mich nicht. Siehst du nicht, dass ich hier beschäftigt bin? Wieso? Du spielst doch nur. Ja, ja, schieb ab und lass mich in Ruhe. Aber Mama und Papa sagten, dass du das Essen machen sollst. Und außerdem sollen wir noch den Weihnachtsbaum schmücken. Oh Mann, siehst du die zwei hier irgendwo? Hä? Nein, also, verpiss dich. Aber ich habe Hunger. Ja, ja, frag doch deine bescheuerte Schwester, ob sie dir was macht. Simon? Simon? Machst du mir was zu essen? Oh, verschwinde! Hau ab und lass mich schlafen! Frag doch deinen dämlichen Bruder! Ich hasse euch! Hey, kleiner Scheißer! Hm? Ich geh noch mal raus, klar? Kann spät werden. Aber Mama hat gesagt, dass du nur bis 8 raus darfst. Ach ja? Aber Mama wird es nicht erfahren, verstanden? Du willst doch etwa nicht, dass ich dich zu Weihnachten in den Keller sperre, oder? Nein. Wie war das? Ich kann dich leider nicht hören. Nein. Ja, will ich dir auch geraten haben, kleiner Scheißer. Hier, schaff den Müll raus. Ich? Wieso ich? Weil ich es sage, klar? Mach schon, los! Ich hasse dich. Phantastonia. Kopfkino. Abenteuer. Weihnachtsfrei. Ein Hörspiel von Phantastonia. Blödmann. Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Hey, Kleiner. Hier, ich bin hier. Ja, Kleiner, hast du vielleicht etwas zu trinken für mich? Ich... Keine Angst. Ich habe nur etwas Durst. Vielleicht hast du ja etwas für mich. Mama sagt, ich soll nicht mit fremden Leuten sprechen. Oh ja. Da hat sie auch ganz recht. Vielleicht hat sie ja etwas zu trinken für mich. Meine Mama und mein Papa sind verreist. Sie kommen erst übermorgen wieder. Oh, naja, kann man nichts machen. Na gut, ich werde Ihnen etwas holen. Keine Umstände, Kleiner, ich... Warten Sie, ich komme gleich wieder. Hier. Oh. Etwas Milch, eine Dose Cola und ein paar Halsbonbons. Halsbonbons? Ja, die helfen vielleicht gegen Ihren Husten. Ja. Klasse. Vielen Dank, Kleiner.
Sehr gut. Wie heißt du, mein Junge? Tammy. Oh, ich bin der Klaus. Prost, Kleine. Sie haben ja ganz schön Durst. Tja, ich bin auch schon den ganzen Tag auf den Beinen. Sind Sie so einer, der auf der Straße lebt? So ein... Obdachloser? Penner? Ich hoffe nicht. Entschuldigung, ich wollte nicht. Nein, schon gut. Hey, kleiner Scheißer, wo bleibst du denn? Hast du etwa meine Cola getrunken? Das ist Mike, mein großer Bruder. Ich muss jetzt gehen. Oh ja, Moment. Hier, das will ich dir schenken. Eine Schneekugel? Nimm, sie ist für dich. Wow, die ist ja echt toll. Nun, du hast die dir verdient, kleiner Mann. Und hier? Eine goldene Tannenzapfe? Ja, man sagt, wenn man sie ins Feuer wirft und sich etwas wünscht, dann geht der Wunsch auch in Erfüllung. Wirklich? Hab ich gehört. Nun nimm schon, sie ist für dich. Fröhliche Weihnachten. Mögen all deine Weihnachtswünsche wahr werden. Oh, danke schön, Herr. Du kannst ruhig Klaus zu mir sagen. Danke, Herr Klaus. Wow. Keine Ursache. Die Figur in der Schneekugel sieht ja total echt aus. Als wäre sie lebendig. Es ist ein Wichtelix. Ein Wichtelix? Ja, täuschend echt. Ein seltenes Exemplar. Überaus selten. Du musst gut darauf aufpassen. Hey, Scheißer, was machst du da so lange? Ich komme ja schon. Okay, das werde ich. Nanu? Wo ist der denn? Herr Klaus? Herr Klaus? Hallo? Hallo? Das ist ja komisch. Weg ist der. Na endlich, da bist du ja, kleiner Scheißer. Hä? Ich hau jetzt mal ab, klar? Bau ja keinen Mist, hörst du? Ja. Und Finger weg von meinem Laptop, klar? Hey, was hast denn da? Ich nichts. Na klar, du hast doch was in der Hand. Wer hat dir das gegeben? Her damit. Nein. Du weißt doch, dass du nichts von Fremden nehmen darfst. Gib her. Lass das, das gehört mir. Gib schon her, kleiner Scheißer. Mann, ey. Jetzt hat sich's uns selbst erledigt, kleiner Scheißer. Also, bis später. Und wisch ja die Scherben weg, klar? Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Hä? Wen hast du? Wer? Hohoho, kleiner Zapf, was geht ab? Du bist dieser, aus der Kugel? Soll ich dir mal ein Geheimnis verraten? Ich bin Jingo. Ich glaube, ich spinne. Du bist dieser Wichtelix. Aus der Schneekugel. Von dem alten Mann. Alter Mann? Wo ist ein alter Mann? Nein. Er ist nicht... Ich meine, er war... Also, was liegt an? Ich bin für dich da, kleiner Zapf. Für mich? Na klar, kleiner Zapf. Ich heiße Tammy. Das ist schön, kleiner Zapf. Nein, ich meine... Du kannst mich Tammy nennen. Geht klar, kleiner Zapf. Also, du sagtest eben... Ich hasse dich. Ja, ich meinte meinen großen Bruder Mike. Meine Eltern sind nicht da und er soll sich um mich kümmern. Na, das ist doch prima. Tö, er macht es aber nicht. Er macht mir nicht mehr was zu essen. Tja, dann mach ich dir eben etwas. Was willst du haben? Omelette, Hotdog, Pizza oder Lebkuchen? Was? Na, Lebkuchen. Kuchen, der lebt. Aber,
Aber kannst du denn so etwas? Na klar, wir brauchen eine Schüssel. Natürlich keine kleine, eine große. Und Mehl? Mehl? Wo ist denn nur das Mehl? Rechts. Ah, danke, kleiner Zapf. Mehl. Oh Gott, was machst du da? Wir brauchen noch Zucker. Ja. Ja, ja, ja. Pass auf, du streust ja alles daneben. Und Milch und Butter. Eier. Hier sind sie ja. Hier, fang. Oh je. Ei, 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 ei. Hey, da ist doch noch die Schale dran. Ach, das wird schon. Und nun rühren, rühren. Oh, du fröhliche. Oh, du fröhliche. Pass auf, Kinder. Oh je. Verdammt, der Teig haut ab. Was hast du nur gemacht? Wenn das mein Bruder sieht. Hä? Ach, halb so schlimm, kleiner Zapf. Wir kratzen das alles wieder ab. Mann, das klebt ja. Und alles hier rein. Und dann? Dann? Ha! Ich hab's. Hä? Die Lebkuchen-Mikrowellen-Zauberei. Die was? Pass gut auf, Junge. Rein damit. Hältst du das für eine gute Idee? Abwarten, kleiner Zapf. Und nun der Zauberspruch. Wenn's in der Mikrowelle klebt, dann gibt es Kuchen, der auch lebt. Was ist denn das für ein Zauberspruch? Psst, du darfst mich nicht unterbrechen. Dann mikrowellt es 1, 2, 3, die tolle Weihnachtsleckerei. Ah! Ach du Scheiße, meine Eltern flippen aus. Deine Schuld, siehst du. Was, meine? Ach was, vergiss den Lebkuchen. Dann bestellen wir einfach etwas aus der Plätzchenschickerei. Hä? Oh Mann. Dort, genau. Was hast du vor? Wir bestellen einfach online. Warte, halt nicht. Nicht an das Laptop. Mein Bruder bringt mich um. Ach, alles halb so schlimm. Der kriegt das gar nicht mit. Aber bitte nicht verstellen. Verdammt, warum geht denn das nicht? Das Ding ist ja völlig zugemüllt. Da muss man erst mal richtig entrümpeln. Was machst du? Ich mache mal sauber. Format C. Was ist? Ach, vergiss die Plätzchenschickerei. Also, was machen wir jetzt Schönes? Ich hab's. Wir fliegen ein bisschen durchs All und ballern auf Klingonen. Was? Ja. Jingo an Scotty, zwei Mann zum Beamen. Na los, mach schon, du Alki. Was? Wo? Ach du Schreck, ich glaub's ja nicht. Nun komm schon, wir werden angegriffen. Hallo Spock, Kirk, wo seid ihr Pfeifen? Es ist keine Antwort. Wer hat dich denn gefragt, Computer? Alles muss man hier alleine machen. Übernimm die Kanone, kleiner Zack. Los. Ich glaube, ich träume. Hey, was machst du denn da? An die Kanone. Aber ich kann das nicht. Wir sind getroffen. Scheiße. Das Schiff Was? Scotty? Nein. Scotty, beam uns hier weg. Oh je. Hörst du? Nein. Scotty? Nein. Verdammter Mist. Scotty! Na also, geht doch. Ich glaube, ich spinne. Jetzt mach mal keine leere Fratze. Es ist Weihnachten. Stimmung! Hä? Wir brauchen etwas Weihnachtsmusik. Ah, was haben wir denn da? Einen guten alten Plattenspieler. Ja, ziemlich alt. Fass lieber nicht an. Papa ist da ganz kleinlich. Keine Angst, der wird das gar nicht merken. Mann, ist das eine lahme Mucke. Papas Lieblingsweihnachtsmusik. Hey, yeah. Yo, 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 bist du bereit? Oh, MC yeah. Chingo kommt zur Weihnachtszeit. Und ich hippe und ich hoppe ein Weihnachtslied. Mach dich locker, kleiner Zapf,
zu den Weihnachtsstücken. Ich dreh die Platte vor und dann wieder zurück. Damit mache ich ein eigenes Weihnachtsstück. Halt dich fest, kleiner Zopf, der Beat, der haut dich aus der Socke. Jingo MC, hier kommt die Weihnachtsglocke. Was ist denn? Na toll, jetzt ist er hin. Junge, Junge, die Technik von damals ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Auch wenn der Plattenspieler alt und hässlich ist, es war Papas bestes Stück. Naja, er hat doch noch deine Mutter. Hä? So, und nun? Was machen wir jetzt? Der Baum. Hä? Wir sollten den Weihnachtsbaum noch schmücken. Aber das kann ich nicht alleine. Ha, dann ist es ja gut, dass du mich hast. Also, wo ist das Dingen? Er steht an der Hintertür. Aber, er ist doch zu groß. Mike wollte ein Stück absägen, damit er ins Wohnzimmer passt. Ach was, komm schon. Das kriegen wir schon hin. Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Die Kugeln sind dir abgehauen. Und was machen wir mit dem Chaos in der Küche? Jingo! Ach Quatsch, da muss man nur ein bisschen ziehen. Und wie? Oh je, pass doch auf. Ah! Ach du Scheiße, Jingo, was hast du nur gemacht? Ach, alles halb so schlimm. Halb so schlimm? Halb so schlimm? Das Aquarium, die Fische auf dem Boden, das ganze Wohnzimmer steht unter Wasser. Meine Eltern bringen mich um. Ach, das kriegen wir schon wieder hin. Was? Wie denn? Die Fische waren Papas ganzer Stolz. Na, das bleiben sie auch. Pass mal auf. Was? Was ist denn? Die... Das ist Fliegenfisch. Jetzt müssen wir sie nur noch fangen. Los, komm! Die Fische fliegen ja. Hey. Du musst sie fangen, kleiner Zopf. Aufpassen. Aber wie? Da drüben. Pack ihn. Was? Wo? Wir brauchen irgendetwas zum Fangen. Dort hinten. Da steht der Tennisschläger meiner Schwester. Vielleicht geht's damit. Ja, prima Idee. Die sind zu schnell. Ich krieg sie nicht. Na, wartet. Und... Treffer. Und... Was? Was machst du da? Das klappt super. Und ich. Und ich. Ja. Hä? Haben wir alle? Da ist noch einer. Still! Hä? Er hat sich dort auf den Fernseher gesetzt. Na, warte! Was hast du vor? Jingo, tu's nicht! Psst! Fischlein, ich komme! Nein, nicht! Das ist unser neuer Flachbildschirm! Nicht! Keine Angst, kleiner Zapf! Es wird schon nicht... Ups! Oh nein! Timmy? Oh Mist! Tammy! Das ist Simon, meine Schwester. Ich bin hier. Die wird explodieren. Warum denn? Du solltest dich lieber verstecken, Jingo. Gleich gibt's großen Ärger. Abwarten. Los, setz dich dahin und beweg dich nicht. Dann sieht es aus wie eine Puppe. Tammy! Ach du große Scheiße! Was ist denn hier? Was hast du denn angestellt? Wenn das Mama und Papa sehen. Nun ja, der Baum. Und das Aquarium. Und sag mal, hast du sie noch alle? Wie kannst du nur die Wohnung so verwüsten? Oh Mann. Aber das war ich nicht. Ehrlich. Nein, natürlich nicht. Nein, wirklich nicht. So, dann war's wohl Mike, was? Nein. Ich wohl etwa? Nein. Oh, prima. Dann bleibst du nur noch du. Nein, ich war es nicht. Oh, du kleiner Lügner. Dann war es wohl die Katze. Oder der Weihnachtsmann. Oder diese kleine hässliche Puppe dort. Sei still. Hä? Bist du verrückt? Was? So sieht's aus, du Schlafbruder. Oh nein. Schneeflöckchen, Weißröckchen, jetzt wirst du geschneit. Ah.
was? Eis, Eis, Baby. Du hast sie in eine Eisfigur verwandelt? Na, pass doch, Schneemannmädchen. Von wegen hässliche Puppe. Ist sie... Keine Angst, die taut schon wieder auf. Außer ein paar Frostbeulen wird nichts zurückbleiben. Oh Mann. Also los, schmücken wir den Weihnachtsbaum. Oh Tannenbaum, dich hat das Leiter umgehauen. Sieh nur, der ist ganz schön kaputt. Die Äste sind abgeknickt. Ach Quatsch. Und die Zweige. Ups, Entschuldigung. Das kriegen wir schon hin. Ui. Mann, Shingo, du hast hier ein ganz schönes Chaos gemacht. Was, ich? Aber wieso? Weihnachten ist nun mal Chaos, kleiner Zapf. Und jetzt steh nicht so dumm rum und hilf mir, den Baum zu schmücken. Meinst du, das bringt noch was? Hier. Hä? Was ist denn das? Na, die Lichterkette. Die musste erst dran. Blödsinn. An einen echten Baum müssen auch echte Kerzen. Aber... Kein Aber. Pass mal auf. Wow! Voila! Und nun? Nun, was sagst du? Shingo? Shingo, der Baum! Ja, ich weiß. Du musst dich nicht bei mir bedanken. Nein, nein! Der Baum! Er brennt! Ja, gern geschehen. Was? Er brennt? Ah! Auch das noch! Verdammte Nadelkrücke! Feuer! 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 Kannst du nicht irgendetwas zaubern oder so? Moment! Du mach schon schnell, sonst brennt die ganze Wohnung! Weihnachtsbaum ade, bring uns Eis und Schnee! Ach du Scheiße, Mike! Was liegt denn hier so? Versteck dich! Was ist denn... Hier, los! Verdammte Scheiße! Was hast du, Freak, denn mit der Wohnung angestellt? Oh Gott! Bist du irre? Du hast aus der Wohnung eine Müllhalde gemacht! Aber ich kann doch nichts dafür! Er kann nichts dafür! Dafür! Kommst du ins Kinderheim, du blöder Scheißer? Selber Scheiße. Was? Ich hasse dich. Oh, komm her, ich werde dir zeigen. Nein, lass mich in Ruhe. Bleib stehen, ich krieg dich sowieso. Aufpassen, Großer. Au. Und rundherum und rundherum. Was? Hey. So. Na, sieht doch gut aus. Was bist du denn für ein Freak? Tammy! Hey, mach mich los, du Zwerg. Hörst du? Tammy! Tammy! Du kleiner Scheißer! Wen hast du denn da in unsere Wohnung gelassen? Der hier? Das ist ein Wichtelix. Ja. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Shingo. Ja, klar. Und ich bin der Weihnachtsmann. Hey, sieh nur. Dieser Freak hat mich mit einer Lichterkette gefesselt. Los, hilf mir. Nein. Was sagst du da? Ich glaube, der hat was mit den Ohren. Warte mal, da pusten wir mal durch. Du kleiner, beschissener... Ich stell mal den Ton ab. Der nervt ja ganz schön. Ja, der ist immer so. Ich hasse ihn. Aber als Ersatzweihnachtsbaum macht er sich doch ganz gut. Hey, warte. Er braucht noch eine Spitze. Pass auf. Was hast du vor? Ein moderner Weihnachtsbaum braucht einen coolen Look. Oh nein, jetzt hat er eine Glatze. Ja, steht ihm doch gut, oder? Nicht wirklich. Ach ja, fehlt ja noch was. So, ein Fikus obendrauf. Oh Mann, Shingo, das ist ja... Ja, keine Ursache. Warte, ich signiere das Kunstwerk noch für dich. Also, Großer, stillhalten. Dein T-Shirt braucht noch einen coolen Anstrich. Ich bin ein Idiot. Ha!
Und fertig. Na? Ich glaube, er wird mich ein Leben lang verhauen. Wird er nicht. Schlaf, großer Bruder. So, der braucht erstmal etwas Ruhe. Also, wollen wir jetzt Schlitten fahren? Hä? Hä, was? Wo denn? Hier im Wohnzimmer? Na klar, pass auf. Let it snow, snow. Hoho. Wow, es schneit. Mitten in unserer Wohnung. Ja, ja. Verrückt. Wie machst du das nur? Tja, so viel Heimlichkeit in der Weihnachtszeit. Aber es ist kalt. Warte, kleiner Zapf. Zünden wir den Kamin an. Das wird dich aufwärmen. Ja, okay. Also, hast du auch einen Schlitten? Ja, haben wir. Der ist draußen im Garten, im Gerätehaus. Na prima, ich hole ihn. Bin gleich wieder da. Oh Mann, das kann nur ein Traum sein. Die Wohnung. Simon. Mike. Was für ein Weihnachten. Ich wollte das nicht. Hä? Die goldene Tannenzapfe von dem alten Mann. Man sagt, wenn man sie ins Feuer wirft und sich etwas wünscht, dann geht der Wunsch auch in Erfüllung. Ja, das ist es. Das ist ja... Das ist ja der alte Mann. Du möchtest dir etwas wünschen? Sie sind der Weihnachtsmann? Du kannst mich ruhig Klaus nennen, kleiner Mann. Der Wichtelix aus ihrer Schneekugel. Ach, du meinst Jingo? Ja, Jingo. Was ist mit ihm? Sehen Sie doch, er hat alles kaputt gemacht und meine Schwester und meinen Bruder verwandelt. Die ganze Wohnung ist zerstört. Das werden mir meine Eltern nie verzeihen. Ja, ja. So ein Wichtelix kann ziemlich nervig sein. Aber da kann ich dir leider auch nicht helfen. Ich bin nur hier, um dir einen einzigen Weihnachtswunsch zu erfüllen. Für deine goldene Tannenzapfe. Einen Wunsch? Nur einen einzigen. Können Sie machen, dass alles wieder so ist, wie es vorher war? Also, bevor Jingo dieses Chaos angerichtet hatte? Bist du dir sicher, dass dies dein Wunsch ist? Ja, ich möchte bitte, dass alles wieder so ist wie vorher. Wirklich alles? Ja. Na ja, vielleicht können Sie noch machen, dass Mike und Simon etwas lieber zu mir sind. Das wäre toll. Nun denn... Fröhliche Weihnachten! Wow! Tammy? Hä? Simon? Da bist du ja. Hier, ich habe dir Kuchen und Milch hingestellt. Oh, hey, das ist ja mein Lieblingskuchen. Ja, natürlich. Den habe ich doch extra für dich gebacken, Brüderchen. Wirklich? Danke. Was ist denn, Tammy? Stimmt etwas nicht? Nein, es ist nur, du bist auf einmal so... Nichts. Schmückst du mit mir den Weihnachtsbaum, Simon? Den hat doch Mike schon fertig. Echt? Wo? Na, Brüderchen, wie findest du ihn? Wow, toll. Willst du noch ein paar bunte Kugeln dranhängen? Ja, klar. Hier. Tammy, es ist deine Freundin Fenner. Fenner? Nun geh schon, Brüderchen. Hallo, Fenner, komm rein. Hi. Sag mal, was ist denn mit deiner Schwester los? Die ist ja so nett. Ach, ist eine verrückte Geschichte. Hier, ich habe dir etwas mitgebracht. Oh,
Ein Geschenk? Ja, fröhliche Weihnachten. Nun mach schon auf. Hm? Eine Schneekugel? Toll, nicht? Schau mal, hier, die Figur darin. Hm? Sie sieht fast echt aus, wie lebendig. Weißt du, wie man sie nennt? Wichtelix! Sie hörten Weihnachtsfrei. Ein Hörspiel von Fantastonia. Frohe Weihnachten. Lass es bimmeln, olle Hitze, wenn ich mit den Fingern schnippe. Shake your booty, kleiner dicker Rudi. Und morgen, Kinder, es wird's was geben. Aufschlag, Mist daneben. MC Jingo ist am Start aus der Hocke mit der coolen Schneeflocke und der super Weihnachtsglocke. Ey, was ist denn los hier? Jingo Beat, so wie es alle tun. Einfach mit Autotune. Mache Spotify Hits, kaufe 100.000 Klicks, streame 24 Stunden und ich klaue eure Bits. Lunte rein. Hau dich nicht aus der Socke und für alle noch einmal, hier kommt die Weihnachtsglocke. Hallo!